Sports, willkommen zu einem nächsten Renntag hier in den USA. Jetzt sind wir beim Training mit dabei, der Camille. Moin, ja, USA, howdy, Freunde. Wie ihr seht, auf der Liste wird es ganz schön eng mittlerweile. Jo, jo. Die kommen mir verdächtig nah und das will ich nicht. Alle so um die 220 Punkte rum von denen. Oh, wollen wir mal gucken, was wir in Texas hier so reißen können. Jetzt weiß der Virus ja, dass er einen Stopp machen muss. Dann wird das dann wohl im Rennen wohl beherzigen. Das werde ich ausstellen. Das ist der letzte Müll, ist das. Absolute Sauerei. Da will einer noch einen Nutz. Ja, ist halt wie in echt gehalten. So, hier gucken wir nochmal. Ein Scheiß ist das. Kurven gibt es, aber auch lange Geraden gibt es. Da ist halt die Frage. Fährt man dann, ja, muss man gucken. So, Training ist Sunshine everywhere. Überall Sonne nicht. Qualifying regnet's. Und Rennen regnet's. Alles klar. Ja. Macht doch jetzt schon keinen Spaß mehr. Oh Mann. Komm, dann lasse ich die Einstellung auch so, bringt ja dann sowieso nichts. Katastrophe. Von einem Dings in die nächste. So, dann wollen wir mal raus. Ja, Jeff. Strecke ist jungfräulich, wir wissen's. Jungfräulich wieder. Ja, noch jungfräulich trocken. Ja, noch ist super Wetter, ey. Warum tut sich das denn an einem Tag so ändern? Katastrophe. Hallo. Ja, 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 ja. Oh, weiße Linie überfahren. Oh, sorry. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Ah, hier kommt wieder auf Speed an bei der Strecke. Das Problem ist, ich werde nicht auf Höchstgeschwindigkeit stellen, weil wenn es nachher regnet, dann ist es sowieso wurscht. Käse. Ja, die Kurven hier sind geil. Wenn man den passenden passenden Lenkeinschlag hat, kann man hier richtig schön... So kann das Hammerwetter nicht bleiben, Sauerei. So, wollen wir mal gucken. Eis gekühlt. Was er schon wieder denkt. Ja, ich denke, wir gold gerade Goldnuggets im Rausch. War jetzt nicht gut. Aber das Wortspiel war gut. Sieht man da so zwei Bekloppte, wie so betrunken in der Lenne stehen. Guck mal, ich habe ein Nugget gefunden. Warte mal, das ist kein Nugget. Ja, 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 na, 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 na. Die Strecke lässt sich so geil fahren. Im Trockenen zumindest. Okay, einen kleinen
Drift und ja, scheiße. Zeit wieder versaut. Immer diese kleinen Drifter da drinnen. Oh ja, ich sage dir, ey. Boxenstopp. Sonst wäre die Zeit noch ein bisschen besser gewesen. Ärgerlich. Und so lang ist die Strecke auch nicht. Die lässt sich einigermaßen gut runterrattern. Ja, hier kann man gut über manche Curbs drüber fahren und so. Dann wird die nächste Kurve, die danach kommt, meistens ein bisschen einfacher. Hauptsache, man bleibt vor den Pinneken, weil wenn du hinter die Pinne gehst, dann heißt es Abkürzung nie. Ja, guck. Ja, wie gesagt, im Box ist es halt hier echt, kommt es echt auf das schnellste Auto an. Beim Regen weiß ich noch nicht so genau. Besonders im Rennen soll es ja stark regnen. Bin mal gespannt. Wow! Die Reifen scheinen fertig zu sein. Ich ziehe mir jetzt... Ach ja, hier ist wieder diese geile Boxeneinfahrt. Über Fragen. Nehmen oder nicht nehmen. Holala. Ich glaube, die Einstellung vom Auto lasse ich so. Einmal noch Reifen wechseln, nur mal eine Runde heizen und dann passt das. Ich fahre jetzt nicht nochmal raus, ich bleib dann drinnen. Ich guck mir das ganze Spektakel jetzt ganz einfach mal aus dem Monitor an. Ja, warum nicht? Nee, weil wegen dem Regen, nee, dann lieber so lassen. Nee. Scheiße Regen. Okay, vielleicht auch nicht schlecht, wie gesagt, mal gucken. Oh, ich darf den Controller zur Hand nehmen und darf was machen. Schön, dass ihr in die auch mal fertig seid hier. Ah. Ah, die Kurven auf der Strecke sind so geil. Yeah. Schön immer der Sonne entgegen hier, ey, ist ja schlimm. Ich hab wieder das ganz blöde Ding, das wieder Dino. Ja, das hatte ich aber gerade auch. Das ist hier in der Box anscheinend normal, keine Ahnung. Ich muss sagen, das sind solche Geräusche, da bist du gar nicht drauf eingestimmt. Die sind absolut nervig. Naja. Hat anscheinend was mit der Boxengasse zu tun, ich weiß es nicht. Aber hinter dir ist einer, sieht aus wie dein Teamkollege. Naja. Aber
Aber der wird mich sowieso nicht kriegen. Schöner kleiner Drift hat er hingelegt. Na gut, in der Runde geht es ja noch um nichts, da ist es noch nicht so schlimm. Kannst zwar hier heiz wie der letzte Horst, das bringt dir sowieso nichts. Naja, klar. Da regnet es eh. Aber wie gesagt, noch ein bisschen Training, damit man die Strecke gleich genau aus dem... Das Problem wird dann auch sein, gut, im Qualifying, da ist nur schwacher Regen, aber nachher, wenn es dann im Rennen dann richtig schüttet, dann ist hier mit Heizen und die Kurven, ach du Jemine. Dann hat man wenigstens das Problem mit der tiefstehenden Sonne nicht. Einzig Gute. Ja, ist halt diese scheiß lange Gerade halt eben. Oh, das war ein Drift. Da waren wir 2 Sekunden weg. Nö, 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 nö. Alles im sehr grünen Bereich. Boxenstopp. Ja, was dann die anderen Reifen dann ausmachen, das ist echt krass. Wie gesagt, im Trockenen geht das alles noch. Ich habe gleich keinen Bock auf diesen Scheiß mit dem Regen. Überhaupt nicht, nicht. Ja, ja, ja. Doch, ja, da machen die Reifen, machen wir. Ich bin mit Gelb gefahren und habe dann diese Zeit hingelegt. Ne? Ja, ja, ist klar. Bei dir, du hast auch die Motorpower. Hättest auch rein theoretisch mit Weißen fahren können, dass die Zeit rauskommen können. Wäre scheißegal gewesen. Hier sieht man es auch bei dem Martini vorne, also bei dem Williams. Ich kann den nur in der Kurve, wenn ich später bremse, so kriege ich den dann gecashed. Oh. Normal müsste ich auf Höchstgeschwindigkeit umstellen, nur das Problem ist, das ist wegen dem Regen halt dann extrem scheiße. Und das hängt hinter Perez. Na guck. Na, Daniel, vorsichtig, nicht gegen den Betonpfeiler oder so fahren. Du, 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 du. Grausam. Wie so ein nerviger Klingelton von so einem alten Handy oder so. Jo, schieb mich rein, Jungs. Ah, jetzt dürfte man so einigermaßen Gefühl für die Strecke haben. Mal gucken, ob das so... Ja, ja, ja. Aber was ich mich die ganze Zeit frage, wie kann ich hier bei dem Controller gucken? Nee, kann ich anscheinend nicht. Ich wollte mich an dem Controller gucken, wie weit meine, was ich an Batterien habe. Aber das war nämlich bei dem alten Controller besser, bei dem 360. Da konntest du noch einfach einmal andütschen.
Nee. Ach, ist doch doof. Egal. Weil mein Controller aufhört zu vibrieren und ich weiß nicht, wie viel er. Aber wird schon schief gehen. So. Ja. Dann würde ich sagen, lassen wir das mal so weit stehen, wa? Und dann gucken wir mal, was das Qualifying so hergibt, nicht? Alles klar. Seba, bis zum Qualifying. Mach's gut. Ciao. We'll be right back.